Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren grenzwertigen Video. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2018 und die Ereignisse überschlagen sich. Letzten Freitag fiel der Dow Jones um exakt 666 Punkte und die Kryptowährung Bitcoin befand sich ebenfalls im freien Fall. Denjenigen, denen die Zahl 666 in ihrer Bedeutung geläufig ist und sich zudem noch ein wenig mit der Börse beschäftigen, wissen, wie groß da in etwa die Chance auf einen Zufall, der ganz genau 666 Punkte bestand. Der freie Fall des Dow Jones wurde zwar seit Dienstag erstmal gestoppt, aber an sicheres Fahrwasser ist bei weitem nicht zu denken. Der DAX bleibt weiterhin auf Talfahrt. Erleben wir also vielleicht noch in diesem Jahr den Finanzcrash oder sogar das Ende des Bargelds? Niemand wird dies mit Gewissheit sagen können. Jedoch spitzt sich die Lage weiter dramatisch zu. Zudem trainiert die Bundespolizei den Einsatz mit Panzern im Landesinneren. Die Türkei befindet sich in kriegerischen Handlungen in Syrien und in den Vereinigten Staaten geht es seit den FISA-Memos und den Haushaltsproblemen nicht nur im Inland heiß her. Wir können uns also weiterhin auf interessante Zeiten einstellen. Was spricht noch zusätzlich für einen zeitnahen Währungscrash in diesem Jahr? Vielen von euch wird das Magazin The Economist ein Begriff sein. In der nun etwas in die Jahre gekommenen Ausgabe aus dem Januar 1988 ziert eine passende Headline das Cover. Macht euch bereit für die Weltwährung. Das Titelbild zeigt einen Phönix, der eine neue Zehnermünze im Griff hat. Auf dieser Münze wird das Jahr 2018 gezeigt. Möglicherweise wieder einer dieser Zufälle. Dieses Magazin aber ist für Zufälle auf ihrer Titelseite eher weniger bekannt. Der ein oder andere wird sicherlich schon bemerkt haben, dass die Flügel des Phönix eine seltsame Form haben und der Phönix gerade nicht so ausschaut, als würde er aus der Asche fliegen. Er schaut eher so aus, als würde er bewusst in den Flammen stehen. Jedoch ist die Ähnlichkeit zu den Säulen aus der Freimaurersymbolik nicht von der Hand zu weisen. Wir sehen zudem noch die sogenannte Fleur de Lis. Dieses Symbol krönte schon zu babylonischen Zeiten das Haupt Nimrods. Es ist auch bekannt als Symbol der Freimaurer und Templer. Ob es in diesem Jahr noch geschehen und die Weltwährung eingeführt wird, werden wir in den nächsten Monaten entweder miterleben oder auch nicht. Ein weiteres Indiz ist möglicherweise noch, dass ein gigantisches Anwesen der Rothschild-Familie im österreichischen Schwarzwald den Besitzer gewechselt hat. Ob da vielleicht schon jemand das sinkende Schiff verlässt und mehr weiß? Es wurde jedenfalls von einem Jahrhundertverkauf gesprochen. Damit du keine aktuellen Filme mehr verpasst, abonniere doch jetzt unseren Kanal und schau dir das nächste Video an. Bis gleich.